Chorizo. Pommes. Was hat er? Wie, was hat er? Was fällt er denn da an? Jetzt rennt er weg. Aber ja, mein Großer. So, was ist denn los? Da sind sie nicht mal so bellen. Was ist denn da los? So. Wir fahren jetzt zu Talilia und Bichu. Bereit? Genau. Also, los geht's. Ab zum Auto. Das Auto stand ja hier vorne. Hier drüben. Ja, hier. Hä? Warte mal, der will noch was von uns. Nee, 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 nicht annehmen. Der will doch nur, dass du einen Auftrag annimmst. Ja, aber wir müssen den doch nicht verfolgen. Aber der kann uns... Du musst das annehmen. Es gibt einen Kontrollpunkt, der eine unserer Versorgungsrouten unterbricht. Kümmere dich am besten drum. Das weiß ich zu schätzen. Kontrollpunkt Diamante West. Okay. Ja, ja, das machen wir noch. Irgendwann machen wir das. Vielleicht kommen wir auch daran vorbei. Ah, es wurde ein neues Ziel aufgedeckt. Das ist immer wichtig, wissen Sie? Ja, ja, ich verstehe Sie. Darum darf ich auch immer fahren. Aber dafür, wenn ich fahre, fliegen Sie ja immer, ne? Genau. Wo ist Chorizo? Das hört sich jetzt mit, komisch an, wenn Sie das sagen, Herr Stöcke. Was denn? Wenn Sie fahren, fliege ich immer. Das hört sich komisch an, wenn Sie so fahren, dass ich immer auf die Schnauze fliege. Ach so, stopp. Ich muss das noch eben kurz markieren. Ich kann das auch markieren. Wo wir hin müssen. Wir müssen da hinten hin. Ich habe das jetzt schon gemacht. Ja, ich gucke einmal mit uns. Ist markiert. Da oben müssen wir hin. Irgendwo war... Wie wird mir was in Rot angezeigt hier vorne, ne? Ist das so ein Dingsbums da? Das ist so ein Fliegeding, wo man dann... Wir müssen da eh lang. Ja, aber ich glaube, das wird dann aufgeschaltet, wenn wir alles andere haben oder so. Nee. Kommen Sie mal mit. Das nehmen wir mal eben mit hier. Das ist so eine Kiste, ist da. Ja, eben. Deswegen nehmen wir das ja auch mit. Psst, leise. Das sind Gegner. Hier steht jemand. Ja, ich sehe den. Den hole ich mal eben leise. Aber ganz leise. Das ist ein Schafi-Schütze. Ich halte den mal. Vor mir versteckst du dich nicht. Alleine? Soll ich ihm einen Kopfschuss geben? Da ist, warte. Ich habe ihm genau gibst dem, komm. Bereit? Ja. 3, 2, 1 und Schuss. Okay. Das war ja, ja ein guter Treffer von Ihnen, sagen wir mal. Ich habe den da hinten erschossen. Ach so. Na super. Der steht hier. Oh, da ist noch einer. Wo? Wo? Weiß ich nicht. Ist rot angezeigt. Ja, ich. Moment. Da hinten ist er. Da sind zwei. Verdammt. Wie zwei? Die eine ist doch eine Dings. Eine Geisel? Okay. Alles klar. Haben wir. Hat sich gerade erledigt. Ich befreie mal die Dings. Kommen Sie mal her hier. Danke. Vielen Dank. Ach, keine Ursache. Ich darf nicht. So, Kiste haben wir auch. Perfaktus. Jo, dann haben wir das mal eben eingenommen hier, ne? Genau, ein bisschen befreit. Bisschen Metallas. Aber hier ist noch was Rotes, ne? Aber eigentlich haben wir den Posten hier frei gemacht jetzt. Hier ist auch noch was. Zack, zack. Wer hustet denn? Was hustet die denn? Ich weiß Hallo? Nicht. Warte mal, ich muss mal eben den Typen hier entsorgen. Ja, da würde ich auch husten, wenn der so langsam am Verwesen naja, ist. Ja, ich werde den mal eben hier hinterlegen. Warte mal. Ich lege den mal irgendwo hin, wo der... Ah, normalerweise müsste dieses Ziel ja jetzt... Oh, da, gelber Rauch, kommen Sie! Hä? Wo siehst du denn schon wieder gelber Rauch? Hinter Ihnen, an der Einfahrt. Ja, Sie sind doch eh schon da. Ja. Da brauche ich das doch nicht machen. Ich muss mir den Rücken frei halten. Sie sind doch ganz alleine hier. Okay. Gelber Rauch, yeah! Sammeln Sie mal ein, damit Sie was zu tun haben. Yes. Jawohl, ja. Okay, wir fahren weiter. Aua! Jene. Alter, wer beißt mich denn da? Blöder Köter, Mann. Was beißt du mich denn? Bist du bescheuert oder was? Da ist ja noch ein Kojotte. Das sind natürlich keine echten Kojoten, das sind natürlich alles... Los, komm jetzt! Wir müssen weiter. Ja.
Hier schießen Tiere! Nein, das sind natürlich keine echten. Das sind na doch! Ich wollte da begrüßt! Der Tiere erschossen! So. Bin ich? Jawohl! Dann los! Da ist der Kojote. Der imaginäre. Ja, jetzt geht's auf die Party. Oh, Vorsicht! Ich lass die mal in Ruhe. Mhm. Oh, der schießt auf die Bauern. Also die Presseausweise haben wir jetzt. Genau, die Presseausweise haben wir. Ja, das kennen wir auch noch hier. Ne? Mhm. Ja, ist schon mal gut, dass wir die haben. Ja. Dann kommen wir schon mal auf die Party, ne? Ja. Irgendwie schon. Und das war Wörter wie Kugeln dann zusammen mit euch machen können. Oh, warte mal. Ja, ah, nee, ist noch an. Das ist unser... Viva la Libertad! Viva la Libertad! Oh, 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 oh. Was ist denn da? Noventa was? Oh. Guten Tag! Was ist denn hier schon wieder los? Ich wollte das leise machen, aber... Ach, der hat uns ja so angeschrien, da ist nicht wie mit leise machen. So, mal gucken, was ist denn hier noch? Hier ist noch was? Ja. Ja. Komm ich mal zu ihm. Guten Tag. Hallo? Können wir da mal rein, eben? Schnell? Wir wollen nur was holen. Ah, guck mal, er hier. Oh. Das war ein Raketenman. Yo. Aber der ist dood. Der Rocketman. Oh, Rocketman. Dafür nehme ich hier noch ein bisschen Benzin. Rocketman. So, das nächste haben wir auch befreit. Mhm. Bisschen Benzin. Und was machst du denn jetzt? Ich guck oben, ob da noch was liegt. Da noch was? Ja. Ja, sehen wir. Eine nackte Frau liegt hier. Ja. Okay. Aber die interessiert sie ja nicht. Was soll das denn jetzt heißen? Wir wollen lieber Bleihaltiges. Weiter, wir müssen weiter. Kommen Sie, wir haben keine Zeit. Ja. Sie interessiert doch nur das, was womit Blei verpulvert wird. Naja, bestimmt. Wo ist denn unser Auto? Na, hier auf der Straße. Wo soll es denn sonst sein? Steht da. Kommen Sie ran hier. Wir haben keine Zeit. Jawohl, ich bin drin. Chorizo? Der kann ja nicht, ne? Ich hab Schiss, dass ich den jetzt über den Haufen fahre. Ist drin? Ne, der kann doch nicht in dem Wagen, oder? Wie, der kann nicht in den Wagen? Kann er schon? In den gepanzern? Nein, kann er nicht. Oh, oh. Oh. Entschuldigung. Oh, Entschuldigung. La Libertad. Da ist er. Viva la Libertad. Die eigentlich alle bescheuert, wann hinten die denn hier rum, ey? Was ist denn los mit denen? Das ist der Tower von Castillo. Ja. Von Anton. Kannst du das Schild hier kaputt machen? Nein, ist auch umwandelt. Hier geht nicht. Ich glaube, wir haben alle Schilder schon. Ja, ich glaube auch. Hier rechts stehen welche und haben... Ja, ja, lass sie mal. Oh, ein Panzer! Panzer einfach weiter. Das kannst du auch nicht kaputt machen. Nein, nee, ist auch. Auch umwandelt. Ich glaube, da geht's. Ja. Geht gar nicht mehr mit den Schildern jetzt. Zumindest in dem Bereich. Ich glaube, wir haben die Schilder alle platt gemacht. Ja, wir haben damals die Mission gemacht und danach sind sie alle weg. Oh! Was denn jetzt? Warum sagst du nichts? Ach so, wir sind zu weit. Warten Sie mal. Wo muss ich denn jetzt hin? Erstmal von dem Typen hier weg, so. Okay. Wir müssen da links rein in das Dingens hier. Dafür haben wir die Presseausweise. So, ich hab die mal auch hier gerettet. Mhm. Hier, die hier. Ja. Die Diva. Alles ruhig, Leute. Ganz locker. Ja, okay. So, wo ist denn das jetzt hier? Wir müssen hier rein. Ja. Komm, wir laufen da einfach rein. Lass das Auto da stehen. Zieh da mal deine Waffe weg.
pack die mal weg, ja. Wir sind Presseleute. Mit Chorizo und guten Kameras. Psst. Hier, du bist jetzt Reporterin. Felicidades. Fuck, ja. Ich bin Thalia Benevides von Urban Garden. Komm, ja, das muss reichen. Nimm das Zeug, sonst passiert was. Dann ziehen wir uns mal um. Hey, sind Sie nicht... Sylvia Balboa, Garden City? Urban Garden? Geht das auch schneller? Maria wartet. Willkommen. Willkommen, meine lieben Freunde aus dem Ausland. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Oh ja. Danke, dass Sie so weit gereist sind, um mehr über Viviro zu erfahren. Den Stolz der Castillo-Administration. Mhm. Fangen wir an. Diese Architektur beeindruckend. Hübsch. Eine Menge Geld, das dem Rest von Yara fehlt. Ich habe heute die besondere Ehre, das Wunder von Viviro mit Ihnen zu teilen. Eines revolutionären Krebsmedikaments. Vor 13 Jahren entdeckte der geniale Biochemiker Dr. Edgar Reyes einen Wirkstoff, der nur in Yara vorkommt und der das Wachstum von Krebszellen verlangsamt. Aber nur durch die Unterstützung von Presidente Anton Castillo können wir dieses rein natürliche Medikament herstellen. Erleben Sie den Durchbruch von Innovation, Großzügigkeit und dem wahren jaranischen Teamgeist. Folgen Sie mir. Wir sollen ja folgen. Wir haben gesehen, hier sind Wachen rechts und links. Naja, ist egal. Aber wir folgen dir jetzt mal. Mhm. Wie kann man denn langsam gehen? Ach, hier ist auch noch eine Wache. Es fängt alles an mit Nicotiana jarana, unserer heimischen Tabakpflanze, die auf unseren westlichen Fluren wächst. Unser Tabak ist weltbekannt für seinen einzigartigen Geschmack. Dr. Reyes fragte sich, was ihn so einzigartig macht, und widmete sich dieser Pflanze. Und damit meine ich nicht, dass er eine Menge Zigarren geraucht hat. Er fand einen Wirkstoff, der die Teilung von Krebszellen verlangsamt, ja fast zum Erliegen bringt. Hier entlang, folgen Sie mir bitte. Ja, natürlich, wir folgen dir immer. Dann geh doch auch. Wir könnten uns das hier alles noch intermäßig anhören. Ich habe das Gefühl, das wird hier noch ganz gefährlich. Ja. Wir werden es wohl irgendwann in den Arsch stehen. Dr. Reyes fand heraus, dass natürliche Tabakpflanzen nur eine geringe Menge des Wirkstoffs enthalten. Also beauftragte Präsident Castillo, Yaras größte Denker, mit Dr. Reyes zusammen einen natürlichen Dünger zu entwickeln. PG240. Dieser wird wie Haarspray versprüht und fördert die Produktion des Wirkstoffs durch Gentherapie und Nährstoffe. Sehen Sie, dieser Tabak hat große rote Blätter. Das macht der Dünger. Schön, nicht wahr? Puro, organico, exotico. Hm? Möchte jemand die Pflanzen besprühen? Drücken Sie einfach auf den Knopf. Das macht so viel Spaß. Die lacht manchmal wie du. Soll ich da mal drauf drücken? Wo denn? Wo willst du drauf drücken? Ausgezeichnet, eine Freiwillige. Ja, ich drücke mal auf den Knopf. Ich kann nicht, du musst auf den Knopf drücken. Ich drücke mal auf den Knopf. Ich will auch auf den Knopf drücken. Nein, ich kann nicht auf den Knopf drücken. Auf welchen Knopf denn? Ach, den da hinten, den. Da hinten, den. Den da hinten, den da. Ist das der hier? Interagieren. Nein, das ist es nicht. Ich glaube, die meint hier irgendwie einen Knopf. Aber wenn du den anklickst... Madame, du stehst da, als ob du dir eine Hose gemacht hättest. Darf ich mal? Also, ich kann hier nichts machen. Ich kann hier auch nichts machen. Warten Sie. Ja, Leute, da ist doch doof wieder hier. Warum kann ich denn den Knopf nicht drücken? Nee. Ich kann leider den Knopf nicht drücken. Wir können alle Knöpfe drücken hier. Zack. Den kann ich drücken.
Oder soll ich den hier drücken? Nur den kann ich nicht drücken. Ja, tut mir leid, also ich kann den Knopf hier nicht drücken. Madame, dann was ist hier los? Aber da ist auch kein Knopf, da quatscht er nur. Ja, richtig. Also muss so, der irgendwo anders sein. Also muss der Knopf doch, genau. Irgendwo muss der Knopf ja sein. Aber mir wird doch nichts angezeigt, wo der Knopf sein könnte. Nö, das ist ja das Seltsame. Wir sollen auf einen Knopf drücken, der gar nicht da ist. Warte mal. Sehr interessant. Der hier vielleicht? Die werden besprüht, die Dinger. Es könnte langweilig werden. Wir wissen im Moment nicht, welchen Knopf wir drücken sollen. Welchen Knopf meint die denn? Oder meint die den hier? Ne, da können wir mit einem sprechen. Das ist geil, ey. Das ist ja ganz toll. Drücken Sie auf den Knopf. Drücken Sie auf den wahnsinnigen Knopf. Aber welchen Knopf denn bitte? Eine Freiwillige. Wir sind hier oben, aber wo? Eine Freiwillige. Eine Freiwillige will den Knopf drücken. Aber wir wissen ja nicht welchen. Komm, ich drück dich mal, Baby. Nein, weiß ich nicht. Welchen Knopf denn jetzt? Welchen Knopf meinst du denn? Wir hätten gern mal auf den Knopf gedrückt, aber wir darf ich auf dich drücken? Ich meine. Kannst du mir mal erklären, welchen Knopf wir drücken sollen? Ich meine, ich bin in. Das ist ja folgendermaßen. Also ist jetzt nicht. Also ich will sie jetzt nicht anmachen oder so, ne? Oder irgendwie, ne? Aber ich möchte nur sagen, dass wir nicht wissen, welchen Knopf wir drücken wollen. Genau. Wäre schön, wenn Sie uns das mal erklären könnten. Welchen Knopf, Madame, meinen Sie denn? Die spricht mit mir nicht. Nee. Aber die Soldaten sprechen mit Ihnen. Vielleicht müssen wir hier auch am. Ich muss mal mit dem hier sprechen. Richtig? Was faszinierend sind. Ja. Bleiben Sie bitte bei der Gruppe. Ja. Ja, ist ja gut. Was ist denn mit ihr hier? Sind Sie wirklich Wissenschaftlerin? Natürlich! Ich entwickle neue Methoden, um Bibiro zu verabreichen. Wir arbeiten an Nasensprays, Wirkstoffpflastern und Kautabletten für Kinder. Ich liebe meine Arbeit. Ich helfe dabei, die Welt zu heilen. Ah, Kautabletten für Kinder. Mhm. Also ich wüsste leider nicht, welchen Knopf ich hier drücken sollte. Ich auch nicht. Ihr seht das ja selber, Leute. Hier ist nirgendwo ein Knopf. Oder ist hier ein Knopf? Der einzige Knopf ist der, der da oben ist. Richtig. Kann auch. Und deswegen verstehe ich das nicht. Kann das sein? Aber nein, das kann ja nicht. Was kann sein? Dass es buggy ist? Weil wir können ja auch keine Waffe ausrüsten. Wir können ja hier nur das. Ne, wir können ja gar nichts machen. Eine Freiwillige. Vielleicht hättest du das machen müssen. Aber wir sehen ja auch so keinen Knopf, ne? Ich denke mal, wir machen der Darstellerin aus Lagrimas Lejanas. Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Kommen Sie mal her. Was denn? Ich glaube, wir stoppen das mal hier. Mhm. Wo sind Sie? Und melden uns dann wieder, wenn wir wieder hier stehen und wissen, welchen Knopf wir drücken müssen. Okay, bis dahin. Okay, bis Leute, mal. Tschüss.